Good Morning Rome an. Also ich bin die Christine Graham und ich habe hier bei der Opernfestspiele in Heidenheim die Frasquita in Carmen gesungen. Ich bin Roman Kohnle und ich habe in der Carmen in Heidenheim den Filmregisseur gespielt. Den was? Den Filmregisseur. Ach so. Gibt's sowas? Es gibt in der Carmen in Heidenheim einen Filmregisseur. Das stimmt. Das stimmt? Ich spiele doch mit, das weiß ich. Ach so. Ich dachte für die Leute, ja, das kommt ihnen ein bisschen fremd vor vielleicht. Ja, das ist ein bisschen fremd, aber es gehört zum Konzept. Ganz genau. Der Inszenierung in Heidenheim. Mhm, genau. So wie ich die Hauptdarstellerin bin. Genau. Frasquita ist die Hauptdarstellerin, genau. Nicht etwa Carmen. Also im Film. Im Film. Genau. Nicht in der Produktion in Heidenheim auf der Bühne, aber im Film. Genau. Was machen wir eigentlich mit dem Film, den wir gedreht haben? Das frage ich mich auch. Das kommt bestimmt ganz groß in den Kinos raus im Herbst. Gute Idee. Mhm, oder? So richtig mit Verwertung und allem. Ja. Hollywood. Hollywood dann. Später. Mindestens. Ja, wir singen ja auch auf Französisch. Stimmt. Also auf jeden Fall für den französischen Markt, für den kanadischen Markt und vielleicht auch Hollywood. Genau. Und Cannes. Hier in Heidenheim haben wir auch sehr schön die französische Aussprache gelernt. Ich glaube, dann heißt es aber Cannes. Cannes? Cannes ist eine andere Stadt. Da ist das Filmfest nicht so groß. Ach so. Da gibt es nur so kleine Filme. Ja. Genau. Wahrscheinlich wie den wir hier in Heidenheim gedreht haben. Ja, wahrscheinlich. Genau. Also doch eher in Cannes. Genau. Das ist eine schöne Stadt, Cannes. In der Normandie, glaube ich. Cannes oder Cannes? Cannes. Ah. Ich war noch nie da. Ich schon. Schön. Mit 15. Ach so. Ja. Mhm. Auf dem Zelt. Im Zelt. Mit 15? Ich habe meinen ersten Kuss bekommen. Ja, kein Witz. Mit 15 war ich das erste Mal in Kanada. In Kanada? Ja, was für mich nicht so weit war, weil ich aus Arizona komme, in den Staaten. Ah, sehr schön. Also, schon weit. Und du bist jetzt wirklich extra hierher gekommen, nach Heidenheim? Weißt du, für Heidenheim mache ich alles. Ah, so, okay. Ich bin wohnhaft in Deutschland. Ach so, okay. Seit vielen Jahren. Ah, gut. Und singe Oper. Mhm. Mhm. Naja, also ich komme hier eher aus der Gegend. Eigentlich 40 Kilometer von hier, Schwäbisch Gmünd. Schwäbisch Gmünd, ah, ja, ja. Da habe ich meine Krankenversicherung. Da hast du deine Krankenversicherung. Ja. Wir haben so viel gemeinsam. Ja, wirklich. Das Deswegen stimmt. Haben wir uns so gut verstanden, ja, bei den Proben. Ja. Das stimmt. Genau. Träume, Wünsche, Ziele? Ja, Vater werden. Gleich. Gleich, bald. Bald. Könnte jede Minute passieren eigentlich. Naja, ich hoffe es. 2-3 Wochen, das wäre dann alles gut. Mhm. Alles gut. Dann ist es hier abgespielt, leider. Ja. Und dann hast du mehr Zeit. Genau. Ja, okay. Also bei uns Sänger, das ist natürlich hilfreich, weil wir auch die Töne haben. Also eine Melodie kann man sich gut merken. Einen Text darauf vielleicht besser merken als nur ein Text ohne Melodie. Stimmt. Stimmt. Und wir haben dann immer diese Krücke, heißt das Quatsch? Krücke? Krücke? Krücke sozusagen. Ja. Klar. Viele Repetitionen, bis man das merkt. Das ist bei euch wahrscheinlich auch der Fall. Ich merke, wenn ich was meine, dann kann ich es auch besser merken. Stimmt. Wie, es klapperte die Klapperschlange, bis ihre Klapper schlapper klang. Nicht schlecht, das könnte ich jetzt so früh am Morgen noch nicht. Also ich kann mir Text ganz schwer merken und deswegen gibt es hier in Heidenheim auch ziemlich wenig. Also eigentlich nur 3 Worte. Ja, aber du musst dir merken, wann du die sagst. Das stimmt. Das wiederum
hängt an der Melodie, also vielmehr am Musikalischen. Und da habe ich relativ lange gebraucht, bis ich mir das merken konnte, aber irgendwann habe ich es mir dann merken können. Nach 5 Wochen Proben? Ja, ungefähr nach 5 Wochen konnte ich es einigermaßen. Ja. Und ansonsten ist es ganz angenehm, also wenn keine Musik da ist, wenn man Text sprechen muss, dann kann man im Gegensatz zum Singen, kann man dann Pausen machen und so tun, als ob man nachdenkt. Stimmt. Ja, wenn wir unseren Text vergessen, die Musik geht leider weiter. Ja, es ist sehr unangenehm. Wir haben ja keine Zeit. Ja. Wie war das nochmal? Aber es geht. Wie ich da hinkomme? Naja, es hat mit der Grundidee des, des Regie-Teams oder des Regisseurs für diese Inszenierung zu tun. Und er hatte die Idee, weil er sehr stark über Almodovar, diese, ja, also er ist ein großer Fan von Pedro Almodovar, das ist ein Filmregisseur, und sein Inszenierungsstil ist beeinflusst, denke ich mal, dadurch. Und er konnte diese Geschichte der Carmen ganz gut verankert sehen, in dieser Art Filme zu machen. Und deswegen hat er ein Filmteam auf die Bühne gestellt. Und deswegen gehört da auch ein Filmregisseur dazu. Und ich habe als Einziger wirklich nichts zu singen auf der Bühne. Genau, weil Bizet das nicht geschrieben hat. Genau. Die gab es damals noch nicht. Filmregisseure. Unterschiedlich, aber ich glaube, bei Sängern gehört grundsätzlich das Einsingen dazu. Mal mehr, mal weniger, je nach Bedarf. Ich finde, in der Zeit, wo man geschminkt wird, das ist für mich meine Zeit, wo ich auf die Rolle konzentriere oder wo ich letztendlich ankomme. Bei mir ist es auch jedes Mal anders. Es kommt darauf an, was für eine Rolle, was für ein Stück das ist. Bei der Carmen ist es vielleicht für mich immer die Vorbereitung unter der Dusche, wenn ich mir die Haare wieder abrasiere. Oh, ich brauche dringend auch einen Haarschnitt. Unter der Dusche machst du? Ja. Ich muss mich auch nicht einsingen. Aber sprichst du dich ein? Hast du so... Nein. Übungen oder... Nein, mache ich eigentlich nie. Wir mussten das auf der Schauspielschule jeden Morgen, 1,5 Stunden, und das hat gereicht. Das hat gereicht. Ja, natürlich bei der Premiere ist es was Besonderes, weil das macht man dann zum ersten Mal vor ganz vielen Menschen, die, ja, die was sehen wollen oder... Und wir haben auch eine große Verantwortung, das Private ganz wegzulassen und voll in der Rolle einzusteigen und das zu werden, was wir darstellen. Nicht das. Ach, ich weiß auch nicht. Also ich glaube, ich bin eigentlich immer ganz locker und ganz konzentriert, und wenn es dann losgeht, dann... Ja, dann ist man drin. Ja. Das meine ich auch. Das ist eigentlich was Schönes, weil egal, was da draußen passiert, auf der Bühne ist halt auf der Bühne. Ja. Bäm. Ja, ich glaube, diese Wahrnehmung ist, kann man nicht real einschätzen. Ich glaube, zum Beispiel bei einer Premiere, habe ich gerade gesagt, das ist immer frisch und die Adrenalin ist vielleicht am größten. Und bei der zweiten Vorstellung habe ich von fast jedem gehört, dass man sich ein bisschen komisch fühlt in der eigenen Haut. Oder es ist ja nicht so gut wie die Premiere. Aber ich glaube, das stimmt alles nicht. Ich glaube, die zweite Vorstellung kann auch genauso gut sein, genauso aufregend sein für das Publikum. Aber das hat mit einem selbst wenig zu tun. Also wie wir das spüren und empfinden,
entspricht nicht unbedingt die Realität. Also bestimmte Titel habe ich nicht, also kann ich auf keinen Fall auf 3 reduzieren, weil eigentlich meine Plattensammlung von Rock und Pop ist groß. Ich liebe es einfach. Alles. Also, okay. Man fängt mit den Beatles an bei mir und hört jetzt auf. Also, Und dazwischen, also U2 ist eine meiner Lieblingsbands. Das ist irgendwie Klischee, aber ist so. Ich habe auch so eine Grunge-Ader, weil ich in Seattle studiert habe. Pearl Jam, Nirvana. Ich mache auch die intelligente Songschreiber und Schreiberinnen wie Tori Amos oder Kate Bush. So in diese Richtung. Bei mir hörte das irgendwie so vor 10, 20 Jahren auf, dass ich so gezielt Popmusik gehört und gekauft habe. Und davor, das war so die Zeit Punk, Ska und noch ein bisschen New Wave und das war's dann. Meine Lieblingssongs, schwierig. Stray Cat Strut. No More Heroes Anymore. Von The Stranglers. Und von den Specials. Wow. Flashback. Schwierig. Mir fällt der Titel gerade nicht ein. Irgend so ein Lied. Egal. Irgendein Lied von den Specials. It doesn't make it all right. No, it doesn't. Hast du eine Website? Ja. Oh, ich auch. Meine ist allerdings jetzt gerade nicht online. Aber demnächst wieder neu erholt unter www.christine-graham.com. Und bei mir www.romankohnle.de. So kriegt man die Hauptrolle.